Der DAX hält sein Niveau an der 15.000er Marke. Die Amerikaner rücken nach. Über den DAX müssen wir eigentlich gar nicht groß reden. Viel zu tun, viel zu gucken gibt es hier eigentlich gar nicht. Es sieht immer noch alles stabil aus. Es gibt keinen Grund, jetzt im Moment hier, zumindest aus aktueller Sicht, von Schwäche auszugehen. Also wenn, sind Orientierungen sicherlich nach oben, aber bitte aufpassen. Nimmt irgendeinen Trailing Stop, ob das auf Tagesbasis irgendwie was ist beispielsweise, ob das ein Stundenchart beispielsweise sein mag, wenn ihr nicht so weite Rücksetzer mehr mögt oder hier habe ich hier 2-Stunden-Chart, auch total beliebt. Nein, Sarkasmus wieder aus. Aber ihr seht, der Parabolik würde im Stundenchart einfach zu eng sein. Das sieht man hier schon. Dann könnte man aber alternativ auch auf den Supertrend ausweichen. Der bleibt dann, wenn der Markt seitwärts geht, auch ein bisschen seitwärts. Das sind aber typische Verfahren, einfach um drin zu bleiben, um die Situation mitzureiten, solange sie geht. Im Moment gibt es, wie gesagt, noch keinen Druck nach unten, sondern nur Chancen nach oben. Die amerikanischen Titel, die rücken nach, zumindest mal der Dow Jones. Wir sehen das, nachdem der so ein bisschen Schwäche hatte hier mit Avancen nach oben, allerdings auch jetzt schon wieder so halbwegs im Runterkommen. Also so richtig mega tapfer ist das Ganze noch nicht. Eigentlich müsste der Rücksetzer auch noch ein bisschen erfolgen hier. Wir hatten mal ausgemacht, ungefähr beim Dow Jones Future, beispielsweise so 32.700 wäre schon irgendwie eine Zahl, die ganz praktisch wäre. Was heißt ganz praktisch und warum wäre sowas praktisch? Naja, dann wäre es ein ordentlicher Rücksetzer, ein hinreichend großer. Wir wissen ja, dass Rücksetzer, zum Beispiel hier sehen wir das im Großen, im Stundenchart, eine hinreichende Größe haben müssen, um dann wieder aktiv werden zu können. Das hatten wir hier im großen Bild gesehen. Der läuft ja schon sozusagen, aber wer jetzt im Kleinen noch versucht, eigentlich würde ich mir wünschen, komm noch mal ein bisschen tiefer. Von mir aus auch nur, von mir aus 32.780 oder sowas in der Richtung, aber irgendwie, dass wir so eine ABC-Struktur kriegen, die gerne in die Nähe der 38er-Marke eben reicht und das wäre dann schon eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, dann da wieder mit reinzukommen. Der S&P 500 ist natürlich im Wesentlichen da auf dem gleichen Trip unterwegs, also wir sehen, da ist kein Riesenunterschied da vom Dow Jones. Anders der Nasdaq, der ist eigentlich zwar jetzt schön nach oben gekommen hier, das sieht gut aus, aber ich habe es hier schon umrandet. Guckt euch dieses Bild mal an, ich weiß nicht, glücklich, ich finde das nicht glücklich, wenn der Markt so viele Rücksätze hat, so deutlich. Ich habe immer den Eindruck, immer die Sorge, dass das Ganze dann doch vielleicht irgendwie was Korrektives hier eher ist und noch nicht die Motivation hier für den Weg nach oben. Also das so der Gedankengang hierzu. Ich hoffe, dass sich das vielleicht noch auflöst, das könnte beigetragen werden oder zur Auflösung könnte beitragen, wenn der Kurs sehr wackelig nach unten kommt mal wieder. Also so ähnlich wie wir es hier haben, eben nur andersrum. Also wenn wir dann sowas mal bekämen, dann fände ich das auch was Nutzbares für den Einstieg. Nutzbare Einstiege haben wir aktuell, wie ich finde, bei Tesla. Deshalb ist der heutige Trade des Tages Tesla. Schaut es euch mal an. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, dann solltet ihr euch unbedingt anmelden für morgen. For Trading auf der einen Seite und eben für den Trade des Tages, um diese Sachen nicht mehr zu verpassen. Es ist kostenfrei, ihr macht damit sicherlich keinen Fehler und habt die Möglichkeit, davon zu partizipieren. Wie gesagt, heute Tesla als Trade des Tages mit der Vorstellung unserer ganz konkreten Handelsmarken. Vielleicht ist das für euch ja gar nicht so uninteressant. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.